So, willkommen zurück zu Blasphemous. Beim letzten Mal haben wir hier oben bei Mutter aller Hüter noch ein bisschen was gesucht, freischalten. Hier unten ist das, was wir das letzte Mal gesehen haben mit diesem, mit diesem Schiffsfriedhof, der bis hier rüber an die Seite reicht, was natürlich ziemlich krass ist. Und dann haben wir durch Zufall hier noch eine Bibliothek gefunden, die wir jetzt ein wenig abklappern werden. Und hier oben geht es natürlich auch noch weiter. Also wir haben noch mehr als genug zu tun, haben auch beim letzten Mal hier einen Boss besiegt. Und irgendwas ist Interessantes hier noch drüben mit dieser komischen Statue. Liegt vielleicht daran, dass der Alte dahin muss. Oder irgendwie so eine Art. Und natürlich haben wir hier noch Miriam von der blauen Rose entdeckt. Was, glaube ich, nach meinem Erachten, das DLC sein könnte. Was es dort angekündigt war damals. Falls Blasphemous überhaupt ein DLC hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe zwar mal was von gehört, ja. Aber jetzt halt so an sich eher nicht. Ja, warum bist du da, Lemme? Stopp. Stimmt, da muss ich ja das wieder so machen. Nee. Und natürlich dürfen wir auf diese Bücher hier nicht drauf treten, weil sonst hier diese Geister, die um uns herumschwirren. Ja, genau so aktiv werden. Zum Glück berühren die mich nicht. Oh, war das knapp. Oh, warte mal, dann kann ich eigentlich gleich von hier aus hoch, oder? Ich mich nicht umstellen hier. Hi. Hi. Vielleicht könnt ihr trotzdem mal ihn ausmauern. Nice. Und geblockt in beide Richtungen. So, bei Gegner weniger und mehr Punkte für mich. So, wo ging es hier oben hin? Hatte ich das schon? Ja, da ging es zu diesem Schuldsprecher. Au. Au, 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 au. Bye, have a good time. Boah, dass das natürlich hier durchgeht, ist ein bisschen ätzend. Okay, drei Hits, dann passt das schon. Oh, das war ein bisschen knapp berechnet. Aber ich würde sagen, es ist okay. Ach, schade. Das Sliden hat wieder nicht funktioniert. Ich finde, die Typen gehen einigermaßen. Da ist das Buch nicht ganz so groß, als wie bei diesen Kreuztypen. Der mir das immer ins Gesicht drückt. Halt. Okay, reicht nicht. Schade. Mich da hin. Nee, mich nicht. Geht immer weiter jetzt nach unten. Habe ich jetzt gemacht? Habe ich den sein? Bleib stehen. Habe ich jetzt den sein Buch mit einem Schlag abgewehrt? Das müsste man halt mal probieren, ob das wirklich so funktioniert. Halt! Ach, verdammt! Egal, halb so wild. Dann setz mal halt das wieder zurück. Müsste man eigentlich nach oben kommen. Ja. Oh, gerade so. Gerade so geblockt. Das ist auch ein bisschen schwachsinnig, ne? Oh, nee, nicht hier.
Okay, das ist eine andere Art von Geist, aber der ist genauso ätzend. Das ist ein bisschen schwachsinnig, wenn ich sein Buch, sein Buch blocke und ich aber trotzdem so zurückgeschossen wäre, als würde ich, einen übelsten Hit in der Fresse kriegen. Ja gut, das sieht man mal wieder, ne? Bildung und so. Oh, wir können oben und unten lang. Okay, ich bleib erstmal hier oben. Ah, halt! Ja, war vielleicht ein Fehler. Naja, jetzt habe ich den Geist halt wieder an der Backe. Irgendwo ist. Ist er nicht. Mal hier lang. Mal zwei Bücherknaben wieder. Macht es jetzt ein bisschen tricky. Okay, das passt. Dann kann ich mich. Voll. Das wäre ich ab. What? Ich bin noch nicht reingelandet. Wie gemein ist das denn? Komm schon, mach nochmal. Ach nee, jetzt hat er mich. Okay. Au. 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 Das hat irgendwie funktioniert, aber wie kann ich nicht sagen? Bin ich runter? Das ist eine Zwischenplattform, die ist ein bisschen verdächtig, finde ich. Oh, shit. Okay. Also haben wir die verdächtige Plattform. Oh, du bist nice. Du gefällst mir. Hallo. Er ist maximale Gesundheit erhöht. Und sie hat nicht gesagt, es war das letzte Mal, Büßer, dass wir uns sehen. Oh, shit. Ja, das kann ich mir denken. Ich würde mich aber eigentlich auch an der Leiter festhalten. Nur war das jetzt... Okay, das ist ein bisschen dreist. Oh, hey. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Nice Moves. Das war gut. Oh Gott. Ein Rätsel. Ich mag keine Rätsel. Ein Anatomiebuch geöffnet. Die Seite zeigt die Abbildung eines Oberschenkelknochens. Okay. Die Seite zeigt eine Abbildung eines Schienbeins. Einer Kniescheibe. Kniescheibe. Schienbein. Oberschenkel. Okay. Nein. Die Scheibe. Oberschenkel. Hoffentlich kann ich mir das merken. Hier rechts sieht es so aus, als würde es hier lang gehen. Vielleicht ist es noch von der anderen Seite verschlossen. Keine Ahnung. Aber wir haben ja noch genügend Spielraum, alles zu erkunden. Ich bin ganz froh, dass bisher bloß ein spezieller Geist da war, der mir auf den Sack ging. Oh shit, Alter, was bist du denn? Ah ja, ihr seid eine Art Bomben. Natürlich nicht so geil. Oh. Offen finde ich natürlich weniger gut. Oh, hallo. Oh shit, ich kann ihn gar nicht. Alles klar, den kann ich. Ja, Moment.
Ah, ich habe eine Idee. Halt. Funktioniert nicht. Machen wir mal so. Ach nee, doch funktioniert. Ha, ich bin ein Depp. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Genau. Und dann machen wir das so. Und das ist ja eigentlich... Ja. Genau. Nicht so machen. Ich bin ganz froh, dass der so durch seinen eigenen Totenkopf gestorben ist. Wie auch immer, aber hey. Das war nicht mitbekommen jetzt großartig. Bei mir sitzt rechts hin. Oh, Lirquana. Ah, ein neues Büchlein. Ein Gebet, das eine Barriere feuriger Blitze aus der Sense des Miracles herauf beschwört. Diese trifft jeden Gänger, der es wagt, vor Mea Culpa zu stehen. Mach mal, ich würde das gerne mal sehen wollen. Oh. Ich glaube, da sind die Blitze ein bisschen besser, fand ich. Deswegen nehmen wir die auch wieder. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir können... Ah, shit. Ein Depp. Gehen wir jetzt einfach mal unten lang. Mal gucken. Hello there. Den hat es erwischt. Irgendwas macht hier eigenartige Geräusche. Oh shit! Okay, komm mal. Wie komme ich denn da drüben jetzt hin? Ach so, ich könnte einfach von oben runterspringen. Ja gut. Zack. Tropfen gewonnen, geronnener Tinte. Wieder was für ein Perlenkranz. Jedes Zögern des Schreibers war ein neuer Schandfleck für sein Skriptorium. Ungeschriebene Worte zensiert, bevor sie auf dem Papier geboren werden konnten. Auch sie hatten Macht. Diese Tinte, ergriffen vom Leid, erhöht die Kraft von Gebeten. Oh, das ist natürlich auch nice. Warte mal. Haben wir denn jetzt ausgerüstet? Bar reduziert Ausweichabklingzeit, das ist okay. Schutz gegen magische Angriffe war auch okay. Schützt den Träger vor Schaden durch Kontakt. Ja gut, macht halt weniger. Also ist nicht komplett weg, aber macht weniger. Das schützt mich von hinten. Puh. Okay, also die Tinte müsste ich mir jetzt einfach mal merken. Das haben wir. Und jetzt hier unten noch? Nicht. Oh. Moment, das ist schon wieder ein neuer Abschnitt. Ja, das ist ein neuer Abschnitt. Okay, dann... Dann werden wir uns natürlich hier noch ein weiteres Mal in der Bibliothek umschauen. Wir haben ja noch nicht alles. Dazu müsste ich nach oben und hier nach links noch. Hallo, halt dich fest. Okay. Jetzt kann ich nämlich beide rüberholen. Und da sind wir auch schon oben. Ach, guck mal! Oh, der alte Sack. Glaube ich. Ah, wieder ein Körperteil. Nehme ich natürlich gerne. Okay, warte mal, das funktioniert nicht. Das war das, genau. Das entfernen wir mal kurz. Das rüsten wir mal aus. Hier funktioniert auch nicht.
Ah, lol. Ein weiterer Weg. Das ist natürlich geil. Das nehme ich mit. So. Ich dachte, das funktioniert. Oh, warte mal. Jetzt brauche ich es doch. Das würde ich gerne mal wissen wollen, was der labert. Die Hürden täuschen mich. Sie möchten nicht, dass ich gehe. Doch die Mauern sprechen die Wahrheit. In diesen Mauern liegt der Weg in die Freiheit. Okay. Gut. Ja, wir haben ja... Hab ich mir erschrocken. Wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass hier wir durch teilweise Mauer gehen können. Night Watchman by trade. I'm at thy mercy. You have my gratitude for quelling such an unbearable sound. Hey, kein Problem. We are in the library of denied woods, for the pages that lie within these dusty tomes are forbidden and forever shall be. All that accompanies me here are these ponderous keys and the wandering souls that, even after death, still hunger for knowledge. Das Rad des jungen Steinmetzen. Okay. Oh, das ist wieder was für die Perlenkette. Die Überreste eines hölzernen Miniaturwagens, getragen von einem Lehrling, der nach einem schrecklichen Unfall von seinem Meister getrennt wurde, in umgehende Masse aus Stein und Mörtel verschluckte seine Schreie und verewigte seine Hilferufe in einem verrückten Echo, das diese Mauern klar und deutlich durchdringt. Dieses Amulett ist nun von seinem Verlangen nach Freiheit erfüllt und erhöht die Bewegung. Oh, das ist natürlich auch super. Will ich nochmal ein bisschen schneller bewegen. Warte mal, ich bin kurz. Was ist auf, wohin jetzt? Ah, okay. Diese Hallen können einen täuschen. Passt auf. Okay, also wir müssen jetzt erstmal wieder nach oben. Zum Betpult. Denn da ging es ja jetzt weiter. Halt, da runter. Rechts waren wir auch drin. Das war das mit dem Oberschenkelknochen, Schienbein und Kniescheibe. Ha, ich hab's mir noch gemerkt. Rechts weiß ich gerade nicht, was da war. Aber war auch relativ unwichtig. Ich hab irgendwie die Bücher berührt. Okay. Links und nach oben geht's noch. Immer nach oben. Hey! Mistkrücke, Alter. Mit dir habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Oh, nee, nicht noch einer. Nope, nope, nope. Nope. Okay, der ist irgendwie verschwunden. Alter, kann doch nicht wahr sein. Sind die Assi die Viecher? So, gut. Mann, ey. Die waren ja jetzt richtig ätzend. Hier geht's komplett noch um. Ah, da haben wir einen Durchbruch. Sehr schön. Dann sind wir jetzt hier. Gut, dann gehen wir nochmal runter zum Betpult, denn da war ja noch ein Weg nach links. Hui, zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Da bin ich ganz froh drüber. Oh nee. Muss das denn sein?
Natürlich. Ah ja, hallo! Bye, have a good time. Ach, du bewachst wieder was. Und machst trotzdem Damage an mir. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Aber hey, mir soll es recht sein. Bernsteinauge. Wieder was für die Perlenkette. Geht ja immer mehr hier. Eine kunstvoll in die Form eines Augapfels gebrachte Perle, die im Dunkeln zu schimmern scheint. Ein heiliger Baum wurde vom Blitz getroffen, jedoch blieb er unbeschädigt. Sein Harz erlaubte es, dem Blitz nicht zu fliehen, so verblieb er im Kern aus Bernstein. Wert erheblichen Schutz ging... Oh, erheblich sogar. Oh, guck mal, hier geht's sogar lang. Oh! Okay. Das hat man dann auch. Ja, das Gebiet haben wir jetzt fertig. Also, wir könnten uns ausruhen, hier unten weiterzumachen, wo wir eh nur auf die Fresse kriegen. Oder wir gehen natürlich hier weiter. Dazu müsste ich aber... Ja. Wie mache ich das? Glaub, ich werde hier unten weitermachen. Oh, warte mal, hier geht es noch nach links weg, ne? Der Weg war, glaube ich, gesperrt. Wir werden da unten weiter mal gehen und gucken. Ich weiß nur gerade nicht, was Hand haben werde, weil ich bin am Überlegen, zurück in die Zisterne zu gehen. Einfach nur, um zu schauen... Wegen dem Brunnen, weil wir bräuchten vielleicht doch mal ein drittes. Das ist schön so langsam. Wäre jetzt alles hier ein bisschen suspekt. Ich würde einfach mal jetzt überall gegen hier hauen. Und was war hier? Ach ja, hier war die Olle mit der maximalen Lebenserhöhung. Och, das hat mich jetzt gerettet. Da wären nämlich diese Burschen gekommen wieder. Links. Müssen wir... Ne, müssen wir nicht, wa? Ne, müssen wir nicht. Sehr schön. Ich hatte jetzt gerade gedacht, da müssten wir... die Dinger in Position rücken. Müssen wir aber gar nicht. Bin ich eh hier auf dem richtigen Weg nach unten? Wo auch hier runterfallen. Na? Also. War schon wieder Meinung, da ist. Ja, genau, der Weg war gesperrt, da komme ich nämlich hin. Zack, geheilt. Spitze. Okay, das ist... LOL! Alles klar! Oh, warte, hi, hi, hallo! Au! Oh. Okay. Boah. Alter, hat der mir eine Keule reingedrückt. Holy shit. Da unten ist was. Wir gehen aber mal rechts rum. Nee, doch nicht. Wir gehen runter. Hi. Jetzt wollte ich schon... ein bisschen Panik schieben. Knoblauch.
Von schwarzem Staub bedeckte Knolle. Ein solcher Fund ist ein gutes Omen, wenn dies auf die erste Frucht, die auf die verbrannte Erde wächst. Ein aus ihr brauter Tee. Ah, alles klar, kann ich wieder bei dem Typen in dem Dings abgeben. So, den da oben brauche ich jetzt nicht töten. Kann ich jetzt hier nicht ran? Kann ich mich ducken? Ja. Alles hat wild. Okay, der ist wild. Ich wollte gerade sagen, wann stirbt denn das Vieh? Oh, das ist natürlich gut, dass hier ein Verkäufer ist. Der hat immer eigentlich ganz was Gutes dabei. This is a precious treasure to me. And may I don mourn in black? 4000 spiralförmig, beiden Knoten. Überzogen mit einer dünnen Lackschicht. Oh, oh. Ach, da kam der Nisa. Uah. Die sie vor der Abnutzung und Verschleiß schützt. Die sie vor Abnutzung, so. Die Hand einer Mutter lockt diese Strähnen. Den Nulus. Diese Strähnen segnete sie. Und segnete sie. Ihr Einfluss schützt den Träger vor Schaden durch Gift. Ah, okay. Das mag mal sein. Oh, hier haben wir noch eine Flasche, das ist gut. Schlüssel. Oh Gott, für 9000. Aus Stahl, die Hitze des Schwertes, das der Großinquisitor bei sich trug, drang selbst durch die kältesten Mauern und kündete von seiner Ankunft. Okay. Nochmal 9000. Boah. Gefäß aus Kristall und Gold. Ja, das ist das leere Gallengefäß, ne? Also wir könnten jetzt sogar 4 Fläschchen machen. Wir nehmen aber erstmal den Schlüssel, weil der ein Quest-Item ist. Wir müssen halt jetzt nochmal 4000 sparen. Auf dieses Gallengefäß. Ja, 4000, die hat Preise, ey. Oh Mann, hier geht's rund. Ah, dann kommen wir wahrscheinlich da drüben raus. Das würde mir natürlich super an den Kram passen. Oh, das Knopf. Oh! Hilfe. Ah, ja, okay, da unten sehe ich gerade, sind noch Plattformen, die mir... Boah, die mir helfen können. Oh, hello. Nochmal eine große Perle aus blauem Wachs. Warte mal, die hatte ich doch schon mal gekriegt. Hä? Moment. In der Meinung, das habe ich schon mal bekommen. Aus geschmolzenem Wachs von rauchblauer Farbe. Die Schreie gepeinigter Zeloten hallen in ihrem Innern wieder. Erhöht die Inbrunst des Trias geringfügig. Ja, ja, ist mir klar. Ist mich noch nicht. Ich komme ich. Das aufnehmen. Haben wir die Kniescheibe von Sebastian. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier markieren, dass hier noch ein Kind ist. So. Das machen können. Oh, nehme ich damit. Und damit. Naja, machen wir das so. Warte mal. Dann tun wir den Pin löschen und den da rein.
Da weiß ich dann, dass da sowas ist. Oh, war das knapp. Da hätte mich jetzt beinahe runtergeschmissen. Ja doch, gehen wir mal hier oben lang. Hoffen, dass jetzt hier... Okay, das ist schwierig. Außer ich muss so... Diese Puppen, die kann ich eh nicht besiegen. Und was? Nochmal Quecksilber? Wir haben doch die höchste Stufe erreicht. Weil der wollte uns doch nicht mehr sehen. Oder kriege ich das jetzt für irgendwas anderes noch? Oh, das ist noch besser hier. Nice! 3 Stufen für Blitze, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich richtig Damage austeilen. Ah ja, hier bin ich. Okay, das passt mir in den Kram. Ja, dann kann ich ja hier mich wieder auffüllen und dann einfach nach rechts laufen. Machen wir das doch so. Zack. Passt. Sehr schön. Hello there. Okay. Also wie ich das jetzt hinbekommen habe, keine Ahnung. Der hat nämlich automatisch geschlagen beim Gott. Oh Gott, der ist ja auch wieder da. Oh, der. Oh, war das knapp. Oh, das war alles klar. Oh, hi. Okay, also dazu brauchst du schon echt eine Menge Schläge, um den zu töten. Wieder so einer. Komm nach. Ja, hau daneben. Bestimmt. Okay. Passt. Unten geht's auch noch lang. Ich habe so eine dumme Vermutung, dass ich dann beim Schiffsfriedhof irgendwie rauskomme. Oh, aha! Aua! Ja, genau! Okay. Na, hier hoch? Boah! Hilfe! Ja! Ja, dass ich davon natürlich noch getroffen werde. Ja. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Natürlich vorteilhaft, dass die unterschiedlich schwingen. Für mich brauche ich nämlich keine Angst, großartig zu haben. Ah, jetzt. Okay, jetzt kann ich hier wieder aussuchen. Links, rechts. Oh, da ist ein Betpult. Merken wir uns mal kurz. Wir gehen nämlich da jetzt nicht hin, sonst wird hier alles wieder zurückgesetzt. Wir gehen mal hier lang. Oh, shit. Wir gehen mal links lang. Ja, nee, Redpult. Bevor hier jetzt irgendwas passiert. Ich glaube, das gehört wieder mit zur blauen Rose, wa? Ah, lol, okay, das ist der Typ.
I still ask you to find the rest of them. Please, keep this canvas made from the gold of our faces, and my brothers will guide you. Was machen? Penitent one, in finding these holy brethren of mine, you have completed the vision of my birth, which was painted on a sleeping canvas. My name, being Hothinero, I was born of the moon and of the torment of a brave bull, and of myself, by the grace of high wills, my holy brethren. Laken aus goldenem Garn. Ah, das kann ich wahrscheinlich wieder jetzt heilig sprechen lassen. Okay. Warte mal. Geht doch nicht. Das kann sogar was. Eines ist geworden. Erlaubt es dem Büßer in die tiefsten Abgründe hinabzusteigen. Geht doch nicht. Das wird erstmal. Erstmal. Gesegnet werden nachher. Irgendwann, wenn ich wieder oben bin. Hast du mir was zu sagen? Hast du mir nichts weiter zu sagen? Okay. Der arme Stier, Alter. Boah. Den hat's ja vollkommen zerruppt gerade. Ich kann noch mal kurz abspeichern. Und dann schauen wir uns wenigstens noch da drüben den Boss an, falls es ein Boss ist. Wenn man natürlich besiegen ist, noch besser. Hello. Oh ja, du bist ein Boss. Grüß dich. Oho! Okay, also der scheint krass zu sein. Mehr oder weniger. Oh. Oh. Hab ich du, Alter. Ist ja richtig. Danke für die Heilung. Alter, der lässt auch noch Gift fallen. Ist klar. Wow. Ach komm, ich kriege jetzt auch noch die Down hier. Ach ja, natürlich. Komm, heilen wir uns noch. Alles klar, das kann ich nicht abwehren. Aber egal, du bist tot. Und ich lebe. Mwahahaha. Oh. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, eine zweite Vase. Nee, wir haben es. Ist okay. Bin ich mit einverstanden. Oh. Hier bin ich. Genau. Komm ich hoch? Ach doch, komm ich hoch. Warte mal. So. Ne, probieren wir es nochmal. So komme ich hoch. Aber so. 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 Komm schon zurück. Komm schon. Hallo. Ah, ich kann ja hier auch. Ich hab gedacht, ich kann da nicht durchspringen. Ernsthaft? Shit.
Jetzt habe ich nicht genug. Egal, wir gehen mal nach oben. Mal gucken, wo uns die Dinge hinführen. Jetzt sind wir hier. Ah, geil. Okay. Ah, Mea Culpa, hallo. Technik, das ist klar. Wie viel kostet das? 7.000. 9.000. 11.000. Okay. Ich würde das alles mal noch kurz offen lassen wollen. Ist das jetzt hier aber... Er geht. Trägt eine Maske. Okay. Artefakt gefunden in den Händen eines toten Erzdiakons in einer staubigen Bibliothek. Oh. Ah. I burn from the inside out. And my smoke is a fog that conceals everything. Schön für dich. Nichts geschieht. Hier bin ich jetzt. Ich aber jetzt nicht dran. Warte mal, dann muss ich doch wieder zurück machen. Also die Blitze jetzt in dem Kampf, die waren super effektiv. Na, genau das habe ich. Das glaube ich nicht, Tim. So, dann kann ich ja wenigstens jetzt hier zum Betpult hingehen, was hier in der Mitte steht. Glaube ich. Ja, also. Mal, da tue ich noch meine Inbrunst jetzt erhöhen wieder. Max-Level. Das ist Max-Level, aber halt bei Alken. So, speichern mal. Und damit ist die heutige Folge beendet. Eigentlich ganz nice mal wieder. Wir sind gut durchgekommen, haben wieder viel gesehen, einen Boss getötet. Alter, mega nice. Und wir gucken uns hier unten dann nochmal um, wegen, genau, wegen dem Kind, was hier noch war. Alter, nach unten. Ich kann ja mal anpinnen, dass wir das nicht vergessen beim nächsten Mal. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen bei Blasphemous und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.